SBB, Fahrplan und Billette. Ich möchte diese App hier, okay, ich habe sie hier schon installiert, aber ich möchte die zuerst installieren. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich gehe zum Programm Play Store und tippe hier ein, ich möchte gerne die SBB App suchen und ja, nachher auch installieren. Hier würde bei Ihnen stehen installieren, aber ich habe das ja bereits. Ich gehe zurück. Also, ich starte die SBB App hier. Nun möchte ich eine Zugverbindung herausfinden. Ich klicke hier auf Standardfahrplan und kann nun sagen, von hier Ermensee, dann noch ein Klick auf die gefundene Ortschaft von Ermensee nach Luzern. Und hier nochmals, welches Luzern? Luzern Bahnhof. Und sofort werden die nächsten Verbindungen angezeigt. Ich könnte nun hier draufklicken, dann kommt die Verbindung noch genauer und das Billett kaufen. Ich gehe zurück. Es gibt eine schnellere Variante, der Touch-Fahrplan. Ich klicke hier drauf. Ich kann hier sofort sagen, ich möchte von Ermensee nach Luzern. Und dasselbe erscheint sofort. Achtung, wenn man zu lange auf einer Ortschaft bleibt, ich mache das einmal, dann meint das App, ich möchte jetzt diese Kachel hier vergrößern oder wegwerfen oder eine neue hinzufügen. Also nicht so lange auf dieser Ortschaft hängen bleiben. Jetzt noch zur Zahlung. Wenn ich dann ein Billett habe, ich löse doch einmal jetzt ein Billett von Ermensee nach Luzern. Die nächste Fahrt, diese hier. Billette ab 6,50 Franken. Ich klicke mal hier drauf und wenn ich jetzt hier sage, jawohl, einfach oder Retour, erste oder zweite Klasse, und wenn ich jetzt sage, Billette kaufen, dann habe ich es gekauft, weil ich eine Kreditkarte hinterlegt habe. Wenn ich dann ein Billett gelöst habe, dann erhalte ich einen sogenannten QR-Code. Das sieht so aus. Ich habe hier bereits Billette, die sind zwar von gestern, aber so etwa sieht das aus. Und wenn ich das im Zug der Zugsbegleiterin oder dem Zugsbegleiter zeige, dann wird dieser QR-Code gescannt und die wissen, ich habe ein Billett und ich brauche nicht einmal meine Halbtagskarte zu zeigen. Ich möchte aber keine Kreditkarte hinterlegen, ich gehe da wieder zurück. Wie kann ich denn das machen? Ich gehe hier auf diese drei Striche, zu Einstellungen, zu Zahlungsmitteln. Ja, das ist meine Kreditkarte hier. Ich sage Zahlungsmittel hinzufügen. Und hier habe ich die ganze Palette, wie ich denn das gerne zahlen möchte. Und neu kann man auch mit Monatsrechnung zahlen, wenn ich ein SwissPass-Login habe. Das SwissPass-Login, das erhält man, wenn man eine Halbtagskarte hat, ein GEA, oder man kann es auch einfach beantragen. Da würde ich kurz an einen Schalter gehen bei der SBB und dieses Login beantragen. Wenn man das dann hier einmal hinterlegt hat, dann geht es immer sofort. Jetzt geht es aber noch schneller. Hier, neu, Easy Ride, kann ich einfach starten, schwupps, und wenn bei mir das GPS eingeschaltet ist, merkt sich die App, wo ich gerade bin und wo ich wieder aussteige, also das Easy Ride, dann muss ich mich überhaupt nicht mehr um die Billette kümmern. Ich kann einfach einsteigen und muss nur hier starten und dann wird meine ganze Fahrt durch die ganze Schweiz registriert und ich erhalte am Schluss das billigste Billett. Das war's.